hallo zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ich komme gerade nach Hause. Was haben wir jetzt, wie spät haben wir jetzt? Wir haben jetzt 1 Uhr. 1 Uhr morgens am 17.03.2022. Ja, wir waren noch unterwegs und ich dachte mir, hey, guck doch mal kurz bei Meckes vorbei. Ja, man kann ja noch ein paar Doppelcheeseburger essen und vielleicht noch ein paar Apfeltaschen. Ja, und das habe ich mir geholt und gleichzeitig nachgefragt, hey, Leute, wie sieht's denn aus? Habt ihr schon die neuen Spielfiguren von Schleich? Und die lieben Damen und Herren sagten, yes, haben wir. Was möchtest du denn haben, Rupi? Und ich sagte, ich möchte 2 Tiger. Ne? Warum möchte ich 2 Tiger? Ja klar, ihr denkt an das letzte Video, den Löwen mit den schiefen Augen. Das wollte ich jetzt unbedingt gucken, ob das beim Tiger auch schief gelaufen ist. Dann sagte ich, ich möchte den Orang-Utan, ich möchte den Baby-Elefant, ich möchte den Koala und ich möchte den Panda, denn die gibt es jetzt vom 17.03. bis zum 6.04. Ja, und somit sind die 10 Schleichtiere bei Meckes vollständig. So, und ich fuhr vor zum Bezahlen und ach Schreck, oh weh, oh Leid, oh Trauer. Sie hatten keinen Panda. 2 Mädels und ein Junge haben in alle Kartons reingeschaut und haben gesagt, wir haben den Panda nicht bekommen. Alle neuen Tiere waren da, nur der Panda fehlt. Schnüff. Das heißt, ich muss jetzt irgendwann später nochmal vorbeifahren und nach dem Panda fragen. Ja, also ich kann euch leider nicht alle Tiere auf einen Schlag vorstellen. Alles halb so wild, denn ich werde sie nach und nach besprechen. Beim letzten Mal haben wir ja alle Tiere in einem Schlag angeschaut, aber ich beginne jetzt hier heute mal mit dem Tiger, denn ich bin sehr gespannt auf die Augen. Ja, also nochmal hier zusammengefasst für alle, die ersten 5 Tiere gab es vom 17.02. bis zum 16.03. Das ist ab dem heutigen Tage rum und ab 17.03. bis zum 6.04. gibt es die nächsten 5 Schleichtiere bei Meckes. Im Kids-Menü, aber ihr kriegt die Figuren auch so. Ja, eine Figur kostet 3 Euro. Wie schon gesagt, ich beginne hier mal mit dem Tiger. Ich bin extrem gespannt, ob es mit den Augen dieses Mal geklappt hat. So, und ihr habt es vermutlich auch schon gesehen, ne? Ja, ich habe den Elefant ebenfalls hier doppelt. Das heißt, wir können die beiden Figuren auch miteinander vergleichen. Aber wie schon gesagt, heute geht's hier los mit den Tigern. Es gibt noch den Orang-Utan, es gibt den Koala-Bären und ja, den Panda-Bären, den ich leider noch nicht habe. Also, 2 Discher. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie ihn umgesetzt haben. Nur zur Erinnerung, hier noch die beiden Löwen. Da hatte ich auch ein Video gemacht, wo ich die beiden verglichen habe. Und ja, die waren leider Gottes nicht ganz so prickelnd, denn die Augen sind halt komplett schräg gedruckt, ja. Und der Tiger halt ähnlich aufgebaut ist, bin ich gespannt, ob es mit den Augen hier auch nicht geklappt hat, was sehr, sehr schade wäre. Ne? Übrigens, der Löwe war als erstes in allen Filialen, die wir hier in der Umgebung haben, ausverkauft. Also auf den waren sie hier irgendwie alle scharf. Die anderen Tiere kriegt man noch. Ja, hätte ich also heute auch noch gekriegt, nur keinen Löwen mehr. Ich korrigiere natürlich keinen schielenden Löwen mehr. So, man muss ja korrekt bleiben. Ne? Also hier haben wir den Tiger, den Dijon. Die Verpackung hier hat eine Länge von 13 cm, eine Höhe von 7,5 und eine Tiefe von 4,2 cm. Kommt natürlich aus der Serie Wildlife von Schleich. Bekommt ihr eigentlich im Happy Meal mit dazu. Der hier hat die Nummer 6. Hier oben nochmal Wildlife und Schleich. Übrigens hier lauter Wildlife-Tiere schattenmäßig abgebildet. Hier haben wir auch noch Zubehör von Schleich. Hier der Tiger nochmal abgebildet. Man kann den natürlich nicht mit den regulären Schleichtigern vergleichen. Also man muss ja schon Abzüge machen. Das sieht man schon mit der Bemalung. Ja, also. Und meines Wissens nach hat die auch nicht Schleich produziert, sondern McDonald's. Unter Lizenz von Schleich. Ne? So, wir haben hier ein Copyright von 2021. Also wurden wahrscheinlich schon letztes Jahr produziert. Und dieses Jahr kommt es auf den Markt. Hier haben wir alle 10 Tiere, die es zum Sammeln gab oder gibt.
Tiger, Orang-Utan, Eisbär, Zebra, Löwe, Panda, der mir noch fehlt, Hammerhai, Elefant, Giraffe und Koala-Bär. Da wollen wir doch hier gleich mal reinschauen. Ich bin so gespannt, wie sie den hier umgesetzt haben. Den Tiger ist wieder in Seidenpapier eingewickelt, ja, damit es keinen Farbabrieb gibt. Hier sehe ich schon das Schwänzchen. Das haben sie weiß gemacht mit Streifen. Tatsächlich, okay. Oh, der kommt tatsächlich besser, als ich es dachte. Aber ja, klar, man muss hier schon ein bisschen abziehen. Im Gegensatz zu den regulären Schleichtieren. Aber ja, okay. Also er glänzt heftig. Sieht aus, als ob er nass wäre. Der Kopf, oh, die Augen sitzen. Die Augen sitzen. Sie sind da, wo sie sein sollen. Ne? Die Pupillen gucken ein bisschen nach oben. Ja, guckst du nach oben, wird man dich loben. Ja, aber sitzt, es ist gut. Es ist wirklich gut und die Bemalung ist hier tatsächlich besser, als ich mir gedacht habe. Ne? Die Streifen sind natürlich sehr einfach gemacht. Auch wenn es hier aufgeteilt ist, ist natürlich gedruckt. Da wurde nichts mehr von Hand bemalt. Ja, aber zum Glück nicht zu dünn die Streifen. Nichts Schlimmeres als Tiger mit viel zu dünnen Streifen. Ne? Also wirkt natürlich alles ein bisschen grafisch, aber trotzdem, also für eine Happy Meal Beigabe ist es ja wohl der absolute Oberknaller. Und der Tiger hat auch echt eine super Größe. Boah, wie groß ist denn der? Wir haben hier immerhin eine Höhe am Ohr gemessen. Warte mal, muss ich hier messen? Von nicht ganz 5,4 cm. Das ist der Hammer. Und wir haben hier eine Länge von der Schwanzspitze bis zur Pfote von gut 12 cm, würde ich mal sagen. Der Knaller, ne? Hat auch ein Schleichfähnchen bekommen. Ein Schleichfähnchen von McDonald's. Auch gut. Sehr schön. Also komm, der Kopf, die Augen haben sie hier in einem dunklen Gelb gemacht. Eine ganz schmale Pupille. Die wurde hier eher oben angesetzt. Um die Augen rum noch so ein weißer Streifen. So ein Sonnenstreifen. Das haben übrigens ganz viele Tiere um das Auge herum, damit sie eben nicht von der Sonne geblendet werden. Ja? Dann hier die Schnauze haben sie auch weiß gemacht. Die Haare seitlich, die Ohren, jawohl. Auch bis hier runter zur Brust. Dann hier auch die schwarzen Streifen schon zu sehen. Das finde ich klasse. Die Schnurrhaare können sie natürlich nicht abbilden, aber sie haben hier diese schwarzen Streifen gemacht. Auch die Lippen, das geschlossene Maul schön deutlich zu sehen. Die Nase wurde hier ein bisschen heller bemalt, wie ihr sehen könnt. Das kommt richtig, richtig gut. Ich sage, er glänzt ein bisschen heftig. Ist ein Gummi hier. Ja, der Schwanz liegt an, damit es noch sicherer ist. Ne, wenn er absteht, könnte er abbrechen. Von dem her, das kann ich schon gut nachvollziehen. Dann die Ohren. Hinten haben sie schwarz gemacht. Normalerweise gehört da noch ein weißer Tupfen drauf. Aber okay, komm, kein Problem. Hier oben auf dem Kopf haben sie es auch nett bemalt. Man sieht auch die Haare. Das Fell wurde hier nett angedeutet. Ich sag ja, ist ein bisschen einfacher. Ein bisschen viel einfacher als die originalen Schleichtiere im Laden aus dem Programm. Dann sieht man hier sehr schön die Schultern, den Schulterknochen, wie er hochsteht, denn er steht hier aufrecht, dann drückt es den Schulterknochen hier nach oben. Finde ich schön, dass man darauf geachtet hat. Kräftiges Bein, ja, auch hier noch ein bisschen Härchen gröber skulpturiert, dann geht es hier runter, die Pfoten schön deutlich zu sehen, auch die Krallen haben sie hier noch bemalt, super. Innen sieht man die Pranke, haben sie auch noch schwarz bedruckt, also das kann man doch angucken. Ich sag ja, für eine Happy Meal Beigabe, man darf es um Gottes Himmels Willen nicht mit den Originaltieren vergleichen. Da liegen also wirklich Welten dazwischen. Aber ist doch sau cool, du kriegst da ein Menü und kriegst da noch so ein geiles Spielzeug dazu. Was willst du da sagen, ne? So, die Bauchhaare haben sie auch extrem weiß gemacht. Sieht aus wie mit Airbrush gearbeitet. Und ja, die Streifen gehen halt schön unregelmäßig über die Flanke bis runter zu den Beinen. Das ist okay. Wirkt alles ein bisschen grafisch, überhaupt kein Thema. Aber schön dicht. Ich hätte es mir nicht so vorgestellt, ja. So, dann hier hinten den Schwanz haben sie ziemlich weiß gemacht. Die Spitze schwarz, hier auch noch Streifen. Sogar hier innen, am Schenkel innen, hat es noch Streifen. Ich schmeiß mich weg, dass die auf sowas achten. Klasse. Dann geht hier noch ein dicker Streifen über den Rücken bis zum Kopf hoch. Ja, so sieht er aus, der Tiger. Ne? Hier haben wir auch ein Copyright. Und hier sehen wir schon McDonald's 2021. Auf dieser Seite haben wir schätzungsweise Schleich. Ne? Genau, Schleich und Made in China.
Ich bin sehr positiv überrascht. Auch von oben kann man den angucken. Schöner, schlanker Kerl. Ne? Bauch geht ein bisschen weiter auseinander. Dann zu den Beinen wird schmäler. Hier hinten wird es auch wieder schmäler. Also der ist echt schön gemacht. Toller Tiger. Jetzt bin ich gespannt. Ich packe das zweite Exemplar hier aus. Wurde der genauso gut gemacht? Wie sieht's aus mit den Augen? Sitzen die Augen oder Schilder? Ich glaube fast, dass die genauso gut sind, denn im Gegensatz zum Löwen, wo die Augen aufgedruckt wurden, wurden die hier tatsächlich tiefer bedruckt. Ja, wunderbar. Ne? Beim Löwen, da sitzen die so richtig drauf und darum haben sie hier mehr oder weniger über die Augen drauf gedruckt. Und hier hast du das Gefühl, hier wurde richtig Farbe aufgetragen in die Augenhöhlen rein. Ja, also okay, auch der, ich halte den mal daneben. Der rechte hat ein bisschen eine deutlichere Zeichnung an der Schnauze. Ja, das Weiß ist rechts viel kräftiger, aber das kann man auch angucken. Wie sieht es aus mit den Streifen auf der Flanke, auf der Seite? Ja, hier unten ist es ein bisschen schwächer, oben ist es ein bisschen kräftiger. Kann man sehen, warte mal, ich kann die auch so nebeneinander halten. Seht ihr das, links ist ein bisschen schwächer als rechts. Rechts glänzt der mehr. Eine viel kräftigere Farbe, auch die Grundfarbe ist viel kräftiger beim rechten und das Weiß viel deutlicher zu sehen, okay? Aha, hier fehlen auch innen die drei Streifen, die wir hier sehen. Ne? Hier sind drei Streifen, hier nicht. Ha! Dann der Schwanz, die schwarzen Streifen, links ein bisschen verlaufen, verschwommen, rechts ganz scharf. Wow, also das lohnt sich doch wirklich, die zu vergleichen. Aber ja, das kannst du halt nicht, wenn du das Ding in der Schachtel kriegst. Ja. Aber da bin ich doch schon wieder froh, dass ich zwei Exemplare mitgenommen habe zum Vergleichen. Also der rechte, der untere, viel, viel, viel kräftiger gearbeitet, bedruckt, als der obere hier. Ne? Sehr deutlich zu sehen. Alles klar. Gut, also, dann habt ihr das auf jeden Fall auch gesehen. Ich lasse die beiden Hübschen hier nochmal in 360 Grad drehen. Könnt ihr euch in aller Ruhe anschauen. Also ich finde den echt klasse, auch von der Größe sehr beeindruckend. Und das als ja, Happy Meal Beilage ist schon echt Bombe. Also da kann man gar nichts sagen. Ich sag ja, wenn ihr die Figuren so kauft, ohne Essen kriegt ihr das für 3 Euro. Ich sag ja, vergleicht es um Himmels Willen nicht mit den Schleichtigern aus dem Prospekt, aus dem originalen Programm. Das könnt ihr nicht machen. Aber von der Masse her ist es echt Bombe. Gut, dann stelle ich hier auch noch Kollege Löwe daneben. Ne? Die kann man doch angucken, passen schön zusammen. Ich sag ja, wenn hier die Augen nicht so verdruckt wären, wäre das eigentlich echt klasse. Ihr seht, der Löwe ist noch höher, aber was die Länge hier angeht, die Größe, nö, ist er auch nicht größer. Ja, der Tiger ist sogar noch eine Nasenlänge weiter vorne, aber ja, sehen klasse aus. Und damit würde ich sagen, sind wir hier durch mit dem Tiger. Beim nächsten Mal schauen wir uns ein anderes Tierchen an. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, danke für euer Interesse, ganz viel Spaß beim Sammeln. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay! Yeah.